Heute zeige ich euch eine schöne Rothirschroute auf der Anfängerkarte Hirschfelden. Gegen 7 Uhr starten wir beim Außenposten Rittersteiner See und wandern anschließend am Fluss entlang Richtung Norden. An beiden Uferseiten kann man immer wieder Rothirsche finden, die teilweise in größeren Gruppen oder als Einzelgänger unterwegs sind. Ich schleiche meistens am östlichen Ufer entlang, weil man da eine leicht erhöhte Position einnehmen kann und so eine bessere Übersicht hat. Als Waffe habe ich heute ganz klassisch die Eckers dabei, die gibt's im Waffenpack 3. Ungefähr bei der Hälfte der Strecke kommt ihr zu einer Brücke, von dort aus hat man auch immer eine super Übersicht über den Fluss. Es hilft auf jeden Fall immer mal wieder zu callen, um die Hirsche vielleicht aus einem Versteck rauszulocken. Außerdem würde ich euch auch empfehlen, die Umgebung gut nach Fußspuren abzusuchen und den Weg bis ganz in Norden hoch durchzuziehen. Denn man weiß ja nie, was da noch auf einen wartet. Auch wenn bei mir heute kein Riese dabei war, hilft euch die Jagdroute vielleicht, euren Diamantrothirsch zu finden.